Moin Leute, lang ist es her, dass ein Minecraft Hardcore-Video auf meinen Kanal kam. Seit über 5 Tagen, glaube ich, haben wir kein Minecraft Hardcore-Video mehr gemacht und heute wird es wieder mal Zeit. Ich war auch gar nicht aktiv, meine Freunde, also wirklich. Ich war gar nicht aktiv. Ich konnte auch nicht so aktiv sein, weil ich voll in meine Brawl Stars-Sucht war und so. Deswegen habe ich halt auch, ich bin auch nicht weit gekommen, muss man sagen, aber das werde ich auch gerne die Woche auch ein bisschen, hoffentlich werde ich diese Woche noch ein bisschen aktiver spielen. Heute gibt es wieder mal eine Uncut-Folge. Weil ich so viel Zeit habe, heute zu cutten und so, Freunde. Also nehmt mir das hier nicht übel. Aber dafür könnt ihr halt sehen, was alles so live passiert. Und ich habe hier schon ein bisschen angefangen, mir ein Feld zu machen, Freunde. Also das habe ich so vor 3 Tagen angefangen. Und seitdem habe ich wirklich die Welt gar nicht mehr angefasst. Selbst auf der PS war ich seit 3 Tagen nicht mehr aktiv. So, mein kleiner Bruder hat öfters gespielt. Ich war voll in Brawl Stars drin und so, voll in Brawl Stars Sucht. Aber ich bin wieder zurück, Freunde. Und ich würde sagen, ich hole mir erstmal ein bisschen Wasser. Okay. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Erstmal Wasser und am besten habe ich zwei Dings Eimer. Ich glaube, ja, okay, super. Habe ich zwei Eimer. Ich mache erstmal eine nette Wasserquelle. Das ist ganz wichtig. Ist nicht. So. Ich suche wirklich ein bisschen aktiver zu werden von. Also ich hoffe, ich werde auch ein bisschen aktiver zu der Zeit. So, ich versuche jeden dritten oder jeden zweiten Tag ein Minecraft Hardcore-Video für euch zu machen. Weil mein Ziel ist ja schließlich 100 Tage erstmal zu überleben und dann schaue ich, wie ich das Projekt weitermache. Vielleicht entwickelt sich ja das, wenn ihr das Projekt feiert und es mit einem Like und einem Abo da zeigt. Vielleicht entwickelt sich ja das Projekt bis zu 1000 Tage, wäre so Potenzial. So 10.000 Tage wäre schon ein bisschen crazy, also das wäre schon verrückt. Aber so 1000 Tage könnte ich mir vorstellen, wenn ihr das Projekt wirklich übelst feiert. Aber das kommt ja schließlich dann von euch so ab, wie ihr das Projekt mit der Zeit feiert. Und ja, es gibt auch die ganze Zeit, es ist immer nur fast Gewitter, das nervt mich auch ein bisschen. Aber ihr müsst damit leben, Freunde, das ist jetzt, das ist halt Hardcore, Freunde, so ist es leider. Aber ja, wir müssen damit auf jeden Fall leben. Erstmal würde ich sagen, warte, ich schau mal, ob ich schlafen kann, da würde ich direkt erstmal pennen gehen. Ja, super, okay. Okay, von den weiteren Tagen haben wir überlebt auf jeden Fall. Letzte Folge waren wir, glaube ich, sogar bei einer Agent City, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Das war dort vorne, glaube ich. Okay, ich habe schon guten Loot mitgenommen, muss man sagen. Aber es ist nicht auf dem besten. Ich habe noch 10 Dias, okay, das ist crazy. Ich habe mir extra eine Pickaxe gecraftet, weil manche haben das auch nicht gecheckt, Freunde, für die Pros. Die werden das wahrscheinlich auch checken. Die Minecraft-OGs und Pros natürlich für den Anfang. So die Anfangs-Pros. Man muss erstmal eine Pickaxe craften, wenn man Dias hat. Dass man mit Glück 3 draufklatschen kann. Am besten eigentlich einen Zaubertisch. Dann erst eine Pickaxe. Aber ich habe erstmal eine Pickaxe gemacht, weil ich habe ja noch genügend Dias. Ich muss nur Obsidian-Farmen gehen. Deswegen ist eigentlich Pickaxe die schlauste Methode. Weil mit Eisen kannst du ja nicht Obsidian abbauen. Und generell kannst du Glück 3 draufklatschen. Dann farmst du Dias so wie eine Maschine, Freunde. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Ja, Freunde, okay. Ich würde sagen, ich mache mir erstmal eine unendliche Wasserquelle, genau. Okay, das war mein Plan. Das Ganze würde ich hier oben machen, vielleicht. Hier sieht es nice aus. Wobei, ich muss sagen, dort unten. Ja, komm, ich mache es einfach hier. Genau hier einfach, so auf chillig. Nämlich man so platziert. Dann macht man das. Warte, muss mein Wasser einmal ziehen. Ach, das vorne, lol, okay. So, macht man das noch so, dann hat man eine Wasserquelle. Das ist doch übelst nice. Okay, let's go. Jetzt haben wir genügend Wasser hier von der Nähe. Ich würde sagen, ich will das mal ein bisschen aus und dann werden wir erstmal uns eine kleine Essensfarm machen, sage ich mal. So eine, ja, Weizenfarm, will ich das Ganze mal nennen. Für die Kühe natürlich und für uns, dass wir auch genügend Essen auch haben und nicht immer die Tiere töten müssen. Das ist ja auch nicht ganz nice jetzt. Man muss schon sich was aufbauen. Okay, so super. Ich mach mal so bis hier, okay. Ah, nee. Ist egal. Ich mach das einfach so. Da haben wir unser erstes Feld. Und es braucht ein bisschen Samen. Das werde ich jetzt mal hier holen. Ich habe nämlich sehr viele Freunde. Das ist auch übelst geil. Zuckerrohr könnte ich sogar auch pflanzen, aber das Zuckerrohr werde ich irgendwo anders machen. Hier vorne kommt erstmal nur so eine Essensdings hier. Ich werde hier Kartoffeln, alles Mögliche pflanzen, was ich kann. Und die perfekte Acker haben die zum Glück durch die Agent City.
ich hoffe, die Tiere werden hier auch nicht alles kaputt machen. Das wäre jetzt auch übelst doof. Ich glaube, die macht das schon nicht. Ey, Junge. Geh doch weg, Bro. Kannst bitte weggehen? Komm mal mit. Warte, warte. Ich könnte mir eine Chicken Farm machen. Oh mein Gott. Wait, wait, wait. Komm mal mit, komm mal mit. Aber wo mache ich die? Ist das Ding? Also wirklich, ich weiß gar nicht. Komm mal mit, Bro. Ich habe auch gar kein Essen. Oh Gott. Ist gar nicht gut. Ich esse mal ein bisschen hier, dass wenigstens spinden kann. Ich habe noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Esse einfach mal. Ist egal, komm. So, wenigstens bin ich fast voll. Aber wo soll die hinfahren? Okay, das verstehe ich nicht ganz. Ist hier eventuell noch ein Huhn? Okay, ich lasse das einfach mal. Für die dann einfach dort hinten so, ja, vermehren, sag ich mal. Wenn ich ein zweites Huhn finde und ein Dings machen für die, so einen kleinen Raum. Okay. Wo sind die Samen? Okay, die Samen habe ich auf jeden Fall. Okay, das bedeutet, wir können jetzt weitermachen. Okay, jetzt will ich auch ein bisschen, dass das Chicken dort weggeht. Nervt mich ein bisschen. Aber schön einpflanzen. Boah, okay, das sieht schon mal nice aus. Okay, das ist schon mal sehr geil. Warte, wenn hier Mobs durchlaufen, Zombies und so, könnten die das kaputt machen, oder? Ich glaube schon. Da müssen wir vielleicht so einen Zaun oder so drüber machen. Kein Plan, aber mit Zaun würde das, glaube ich, auch ganz geil aussehen. Ich weiß nicht, aber es könnte wirklich sein, okay. Da haben wir wenigstens einen Plan, Freunde, okay. Dann haben wir wenigstens einen Plan. Bom, 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 bom. Ich würde sagen, ich mache erstmal die Ebene hier, weil das jetzt safe reichen. Wir kriegen ja Mehl daraus und das ist halt das Geile dran. Okay, hier müssen wir das Ganze nicht machen, zum Beispiel. Da kann auf jeden Fall normales Erde stehen. Ich habe das extra ein bisschen hier erweitert, wie ihr sehen könnt. Ich habe das Ganze ein bisschen abgeebnet, dass wir hier eine schöne Farm dann haben. Das ist eigentlich ganz nice. Bam, 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 bam. Das tut mich auch gerade übelst nervig, gerade hier dieser Seaplanes. Der schreibt mir die ganze Zeit über PS hier, dass sie ankommen soll bei seinen Welt und so, aber ich kann erstmal nicht da. Also ich werde safe jetzt Hardcore spielen. Ich werde nicht die Welt switchen jetzt. Extra. Okay, warte, ich muss euch noch was zeigen, stimmt, okay. Ich muss euch das Ganze zeigen, natürlich, dass ihr mir auch glaubt. Hier cheat sie auf jeden Fall aus. Na, dass sie mich hier glaubt und hier auch. Zack, ich war noch nie in Creative. Ist ja Hardcore, Freunde. Okay. Das wächst auf jeden Fall schon. Das ist ganz geil. Vor allem, wenn wir später Knochenmehl haben. Wir werden so fett essen haben, Freunde. Das ist so geil. So Brötchen und so. Das ist eigentlich ganz nice. Ich habe nur noch zwei Stück. Ich würde sagen, die pflanze ich einmal hier vorne so. Und ich muss jetzt ein bisschen zusehen, dass wir einen Sound hier drüber kriegen. So hier ungefähr wäre schon geil. Und dann das Ganze hier umranden. Ich weiß halt nicht, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, warte. Muss das ein bisschen hier abebnen. Das sieht mir nicht ganz gut aus, muss ich sagen. Ich bin auch so einer, der, wenn ich das nicht gut finde, dann mache ich das einfach, dass das gut aussieht. Und ich bin einfach schon immer so einer gewesen. Sag zum Beispiel, hier sieht es auch voll nicht nice aus, würde ich sagen. Ja, ich muss das erstmal ein bisschen abebnen. Das sieht hier ein bisschen, ja, nicht so toll aus. Ich habe mir auch später überlegt, wenn ich gute Netherite-Tools habe und wirklich full enchanted bin und hier nichts mehr an Rüstung Sorgen machen muss, dass ich vielleicht später bei dieser Insel dort, bei dieser kleinen Insel, so eine schöne Strandvilla bauen. Was hättet ihr von der Idee? Also ich sage euch ehrlich, ich würde das schon fühlen. Also so eine eigene private Insel wäre das schon geil. Wollte ich eigentlich schon immer in Minecraft machen, so theoretisch, aber dann würde ich das Ganze einfach in Hardcore machen. Ist doch noch geiler. Ich mache das mal ein bisschen so, dass das auch gut aussieht. Ich bin jetzt, ja, komm, das muss gut aussehen. So. Jetzt sieht es doch viel besser ein bisschen aus, oder? Nee, oder. Ja, gefällt mir halt auch nicht ganz. Okay, ich lasse es einmal so, okay. Ist okay. Oder warte, so. Nee, okay, ich muss das alles wegmachen.
Ich muss das alles wegmachen. Das sieht mir nicht gut aus. So. Jetzt sieht das Ganze viel besser aus. Okay, so. Also das Feld reicht safe aus für so gut essen von. Also mehr will ich auch nicht machen. Das reicht ja, das Feld hier. Weil ich werde ja später eh so Chicken Farm alles haben. Da muss ich mir auch keine Sorgen für Essen machen. Dass man den Wasserhammer mitnehmen, das ist wichtig und richtig. Und ich habe jetzt auch so viel Erde dadurch bekommen. Ist eigentlich ganz nice, weil ich werde eh später was richtig krasses bauen für die Base. Ich werde mir so eine Burg bauen, die wird übelst krass sein. Ich werde die, glaube ich, doch bei dem Berg bauen. Das wird so eine übelst kranke OP-Burg werden. Also das wird so hart dauern. Ich glaube, das wird sogar ein Jahr dauern, dieses Projekt. Aber ich werde dran sein und dadurch mir auch Mühe geben. Aber ich muss wirklich ein bisschen zusehen, dass ich auch aktiv hier in Hardcore werde, weil es ist ja auch schließlich ein Projekt von mir. Ich kann nicht jeden Tag so Brawl Stars zocken, das ist ja auch Quatsch. Okay. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal. Ich würde das vielleicht aus Bruchstein machen. Ja, oder? Das muss ja auch gut aussehen. Ja, komm, ich mache es Bruchstein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schön aussehen wird, was ich hier gerade vorhab. Das wird auf jeden Fall schon krass aussehen. Glaubt mir, Freunde. Ich bin dafür gemacht, so. Okay, das sollte erstmal reichen. Das brauche ich erstmal nicht. Und das können wir hier lassen. Perfekt. Jetzt haben wir schon mal 60 Stück. Das ist so eine Mauer. Das würde schon krass aussehen, glaube ich. Das wird schon nice aussehen. Vertraut mir. Warte, wie mache ich das? Ich mache das so. Boah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich habe eine geile Idee. Bam, bam. Und boah, das sieht krass aussehen. Vertraut mir. Oh Gott, das sieht gut aussehen. Das sieht einfach nur gut aussehen. Dafür brauche ich erstmal ein Stack. Sollte eigentlich reichen, hoffentlich. Das sieht nice aussehen. Das sieht voll gut aussehen. Hoffentlich. Weil ich habe dann so eine Idee. Das würde, glaube ich, echt cool aussehen. Mal schauen. Aber wie mache ich das Ganze hier hinten? Das stelle ich mir so die Frage. Bisschen. Aber sollte eigentlich gehen. Sollte eigentlich wirklich gehen. So, kannst du bitte weggehen? Dankeschön. Ich habe keine Erde mehr. Okay, ist alles klar. Ich muss eh gleich pennen. Das könnte für mich gut aussehen, Freunde. Ich hoffe, das sieht natürlich auch gut aus. Ich glaube, ihr könnt so euch schon vorstellen, wie ich das machen würde. Oder ein bisschen Gedanken darüber machen. Ich hoffe, das wird gut aussehen, Freunde. Ich hoffe es einfach mal. Okay. Ich baue dafür erstmal ein bisschen Erde. So. Sollte reichen, hoffentlich. Sonst muss ich ein bisschen farmen gehen. Aber ja, es wird safe reichen, glaube ich. Ja. Safe, safe. Das muss auch. Das sieht auch richtig kacke aus. Das sieht wirklich kacke aus. Das muss alles weg. Und ich will ja später, dass meine Welt schön aussieht und alles clean aussieht. So. Ja, okay, perfekt. Okay, ich mach das mal jetzt. Ich hoffe, dass das Ganze wirklich gut aussehen wird. Mal schauen. Wait. Ne, ich glaube, das wird nicht gut aussehen, oder? Boah, ist das schwierig, Freunde, ist das schwierig. Schau mal. Warte, ich muss das mal ein bisschen von vorne anschauen. Ich gehe gleich von vorne an das Ganze anschauen. Boah, Freunde, ich hoffe so sehr, dass das gut aussieht. Komm, sag mir bitte, dass das gut aussieht. Okay. Ich check das mal ab. Und zeig mal. Ja, hat schon was. Boah, sieht echt nicht schlecht aus, wirklich. Ja. Da drin könnten wir dann so Fackeln machen. Das wird dann das Ganze noch schneller wachsen.
wenn es später auch nachts ist, weil das Ganze wächst ja auch durch das Licht. Und ja, ich habe schon wieder kein Essen. Oh Gott, das meine ich wohl. Ich habe so fett Essensprobleme aktuell. Das ist geistkrank. Ich muss teilweise Rohfleisch essen einfach, weil ich selbst keine guten Ressourcen habe und so. Boah, kommt dann richtig kurz. Deine Wolle will ich erstmal nicht. Die werde ich erstmal hier bei mir in Tour lassen. Bam. Also. Okay. Boah, Alter, das sieht jetzt schon fett aus. Oh Gott, okay. Das sieht, glaube ich, sehr gut aussehen. Let's go. Ich muss dann einfach so perfekt in der Mitte so einen schönen Gang machen, dass ich hier drin gehen kann. Boah, das sieht geil aussehen. Das sieht geil aussehen. Warte, wie habe ich das dorthin gemacht? Ich das teilweise genau gleich machen. Ich habe ja auch genügend Erde am Start. Warte, das ist so, glaube ich. Sag mal. Ja, okay, das ist so. Ist das so? Hm. Boah, wie mache ich das jetzt? Ist auch ein bisschen kompliziert, das Ganze. Ich will da, dass das auch am Ende gut aussieht. Das muss wichtig sein. Wenn das ja nicht gut aussieht, bringt mir das Ganze ja nichts. Boah. So, glaube ich. Das sieht auch voll ähnlich aus. Das ist, glaube ich, auch zwei Blöcke lang, ja. Okay. Zwei, drei. Ja, okay, das reicht. Aber ich muss das so ein bisschen. Ja, komm, ich mach's einmal so. Ja, das passt. Okay. Ich dachte mich schon. Bin ich los oder so, dann check ich das nicht. So, okay. Jetzt verstehe ich langsam. Und genau jetzt kann ich nicht sprinten, Mann. Ich habe noch ein Stack, das mache ich, das Ganze mache ich mal so. Boah, sieht schon gut aus. Ich muss wirklich sagen, ich dachte, ich werde hier jetzt komplett rein joken, aber es sieht schon gut aus. Bin ich euch ehrlich, Freunde. Das Ganze sieht schon nice aus. Okay, Freunde, ich bin wirklich ein bisschen positiv überrascht, wie das Ganze aussieht. Ich würde sagen, ich ziehe das noch hier geradeaus. Dann müssten wir gleich hier runter das Ganze machen. Genau hier, oder? Ja. Bam. Zack, genau jetzt habe ich kein Dings mehr. Okay. Aber das ist halt geil, weil hier können auch keine Zombies oder so reingehen. Das ist halt das Geile, Freunde, weil. Das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen Schutz hat, umrandet von das ganze Feld, weil wenn die später ja Zombies und so reingehen, wenn es nachts ist, die machen das ja alles kaputt und verwüsten das. Und darauf habe ich ja keinen Bock. Deswegen mache ich das Ganze ja auch heute. Ich habe auch so Essensmangel, das ist wirklich geisteskrank. Ich bin auch Level 21. Das bedeutet, wenn wir später einen Zaubertisch haben, ich werde mich auch kümmern, außerhalb der Aufnahme einen Zaubertisch hinzukriegen und Obsidian zu finden. Oder wenigstens Lava sehen, dass wir dann Obsidian daraus ja, stellen können. Und sag mal, wie sieht das aus? Okay, man kann auf jeden Fall nicht reinspringen, das ist schon mal gut. Okay, wir haben einen Fallschutz. Super. Letzter und boah, sieht schon fett aus, meine seid mal ehrlich, sieht schon geil aus. Jetzt haben wir das schon mal hingekriegt. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir uns um den Gang kümmern. Okay. Lass mal sehen. Eins, zwei, drei.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonst merke ich, hier ist die 10. Jetzt mache ich kurz hier so einen Block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich mache hier so einen Block. 2, 3, 4, 9. 2, 3, 6. Das müsste hier so sein. Das müsste die Mitte sein, glaube ich. Ich zähle das mal ab, Freunde. Ich muss ja auch perfekt in der Mitte sein. So. Der Gang muss ja in der Mitte sein. Sonst sieht das nicht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11. Merken wir uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hä? Das muss doch hier so sein, oder nicht? Ich check wirklich gar nichts. Grad. Das ist so komisch, egal. Ich würde das mal so lassen, weil ich kümmere mich später um den Feld. Was wichtiger ist, ist an der Base erst ein bisschen arbeiten, weil wir haben jetzt auch. Ich bin gerade seit 21 Minuten am Aufnehmen. Und ja, von heute wird auch ein bisschen eine chillige Folge sein. Ich bin ja back, ich kann jetzt nicht direkt rein sweaten. Wir müssen ein bisschen an der Base und so kümmern. Und hier, das fällt sich mal gut aus. Da würde ich einfach hier in der Mitte so einen Weg machen. Einfach. Ist ganz geil. Und den Fleisch haben wir jetzt auch ein bisschen. Okay. Super, super. Okay, Freunde, ich würde sagen. Okay, ich habe sogar zwei Obsidian. Aber ich könnte mir vorstellen, wo es Obsidian gibt. Oh, ich weiß sogar wo. Oh Gott. Let's go, Freunde. Nein. Also, Bro, okay, ich weiß, wo es Obsidian gibt. Nämlich in diese Richtung war so ein Steinbiom und dort gab es so einen Lavasee. Let's go. Oh mein Gott. Ey, das ist so nice für das heutige Video von wir können. In der Folge heute vielleicht auch Zaubertisch hinkriegen. Das wäre W von. Also das wäre wirklich Jackpot. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen, dass ich runterfalle. Und dorthin ist auch Eisen. Oh Gott, wie habe ich das nicht bemerkt, Junge? Ist ja Eisenparadies hier, Alter. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Eisenparadies von Feinsten einfach. Let's go. Ich meine, wenn es hier schon Eisen ist, dann nehme ich das gerne mit, ne? So sagt man das meistens. Jetzt hier noch vielleicht bis Eisen, ja, okay. So. Okay. Ich habe jetzt schon vier Eisen wieder. Ist auf jeden Fall nice. Das wäre eine Pickaxe. Und ja, wir gehen hier gerade aus weiter von, nämlich dort gab es so ein Steinbiom. Das ist auch ganz geil. Dort gab es so ein Steinbiom und dort gab es so ein Lavasee. Wir können jetzt einfach Obsidian abbauen. Das ist eigentlich ganz geil. Und auf jeden Fall einiges mitnehmen, vor allem sehr viel, vor allem für den Nether-Freund, also Nether-Portal. Das ist auch ganz wichtig. Später, wenn ich schon full Diaschuss 4 bin, würde ich dann meinen ersten Nether-Besuch machen. Und hoffen, dass ich bei einem guten Spot lande, auf jeden Fall. Let's go. Einen weiteren Tag haben wir voll überlebt. Beziehungsweise in der Nacht. Und ja, also. Okay, von dem hier vorne. Das Ganze war ich hier vorne auf jeden Fall. Wir müssen einfach aufpassen, nicht dass ich hier runterfalle im Lava oder so. Weil es irgendwie unter mir so ein fetter Berg oder eine Schlucht ist, wo ich einfach runterfalle und sterbe. Ich halte erstmal mein Wasser hier bereit. Komm, Water Energy geht doch, oder? Und super. Perfekt. Okay, das Ganze war ich hier vorne, glaube ich. Ja, hier vorne war auf jeden Fall das Biom. Steinbiom oder Steinregion, sag ich mal. Ist ja nicht so ein offizielles Biom in Minecraft. Aber das Ganze war ich hier vorne. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Das war, glaube ich, hier gleich unter mir. Kann das sein? War das hier vorne? Gieß Wasser. Das müsste hier vorne nur sein, glaube ich. Ich finde das aber zu 100%. Aber wait, wo war das denn? Okay, was? Hä? War das überhaupt hier oder nicht?
Bist du das oder so? Das war doch hier oder nicht? Okay, wir haben bis jetzt auch gar kein Lausi gefunden. Das ist auch nicht so nice. Das war doch hier vorne, oder nicht? Ich habe gar keinen Plan, wirklich. Das müsste doch hier vorne sein. War ich überhaupt hier? Oder war das überhaupt hier? Wo war das denn, Freunde? Bin ich lost? Das war doch hier. Boah, ich erstmal lieber. Ich check gar nichts. Wirklich, wo war das denn? It's for real. Ach, hier war es, stimmt. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt beginnt wirklich die wahre Gefahr. Okay. Ich würde erstmal. Ja, komm, ich mache jetzt hier einen auf Profi. Bam. Zack. Das Ganze müssen wir jetzt mal so machen. Okay, oh mein Gott, ey. Einmal hier runterfallen. Easy ist auf jeden Fall. Let's go, weil ich bin Wada Profi-Mofi. Bam, let's go. Ich hoffe es einfach, dass das viele sind. Ich hoffe es einfach. Warte, oh mein Gott, bevor ich das abbaue. Okay, habe ich Metallplatz. Okay, hab GG's. Okay, ich muss das einfach aufsammeln. Ich drücke Shift, dass es nicht runterfällt, falls die Lava drunter ist. Nein, Mann. Oh, komm. Gönn. Ey, hier ist überall Lava noch drunter. Triggert mich das, Digga. Warum ist hier Lava, fragt mich die Frage jetzt wirklich. Ich check das auf so null, dass hier Lava ist. Macht gar keinen Sinn. Wo kommt denn die Lava? Bisschen aufpassen, müsst ihr auf jeden Fall. Ich hoffe, die Lava ist auf jeden Fall jetzt weg. Bro, wie kannst du das nicht aufsammeln? Bin ich lost oder so? Oder ist so lost? Okay, Freunde. Zwei Obsidians haben wir schon mal. Das ist schon geil. So, wir machen auch sehr viel Plus, würde ich sagen, mit Obsidian. Bam, okay, drei Stück. Ich könnte mir jetzt schon einen Zaubertisch machen, aber ich muss doch ein bisschen mehr farmen. Für natürlich Netherportal später. Ist auch ganz wichtig. Und dabei man muss ja eigentlich auch harter Fahrt mitnehmen. So wichtig, Freunde, glaubt nicht. Okay, das machen wir jetzt auch hier so. Okay, stark. Da haben wir extra sogar Obsidian ein bisschen mehr. Und hier noch. Und dann würde ich sagen, reicht das, oder? Ja, safe, das reicht auf jeden Fall. Ansonsten können wir hier jederzeit hingehen. So.
Ganz wieder mal schön hier mit Obsidian füllen. Okay, ich würde sagen, bevor ich aber gehe. Ja, ein Stück sollte reichen. Für ein Portal jetzt gerade nicht, aber das werde ich später außerhalb der Aufnahme machen. Oder vielleicht irgendwann wieder. Aber wichtiger ist jetzt vor allem das Ganze zu markieren, dass wir das auch voll Bescheid wissen. Wenn ihr euch fragt, wie ich runterkomme, ganz einfach mit Water Emoji. Ansonsten tut das ein bisschen weh. Da kommt das reicht schon. Wenn ich hier so einfach sowas mache. Ich sehe das ja von weitem. Okay. Ich mir Glück. Ja, easy. Okay, sollten wir auf jeden Fall checken, dass hier das Ganze sich befindet. Und ja, dann gehen wir gleich zu Hause von, weil ich habe jetzt, ich bin jetzt auch schon wieder seit 30 Minuten wieder bei der Folge. Okay. Das war jetzt nicht mein Ziel, dass ich so lange wie ich hier auf jeden Fall aufnehme, aber es ist auch ein bisschen so das Comeback gewesen. Ich musste ein bisschen länger aufnehmen. So, meistens habe ich ja über 40 Minuten die Folgen aufgenommen, aber die werden auf jeden Fall ein bisschen so ungefähr 20 bis 30 Minuten die Folgen auf jeden Fall. Weil ich sehe, dass hier die auch nicht so feiert, die XXL-Folgen, kann ich ja verstehen, weil die auch komplett über 40 Minuten, manchmal sogar über 50 Minuten gehen. Und ja, von ich kann das voll sehr verstehen. Und ja, okay. Gehen erstmal bei der Base. Wenn ich schon hier sind, nehme ich noch ein bisschen Holz mit für die Base. Sollte reichen. Ich will es nicht übertreiben. Wir haben jetzt schon 37 Holz wieder. Ganz geil. Dorthin ist unsere schöne Base auf jeden Fall wieder. Ich finde das auch einfach brutal schön. Ich bin immer noch gefühlt verliebt in diesen Platz dort hinten, weil das einfach so schön aussieht. Wir haben echt einen schönen Ort in Minecraft entdeckt. Freut mich auf jeden Fall. Und das Ganze hier, Freunde, werden die später so bauen und umrandet vor so eine chinesische Mauer. Was haltet ihr davon? Also ich werde so eine chinesische Mauer komplett nachbauen in Hardcore. Mit diesen Bruchsteinen und das Ganze dann so umranden hier, dass wir dann richtig eine geile Base. Okay. Ich schaffe den Jump, das ist auch ein bisschen zu riskant. Nee, komm, ich riskiere es lieber nicht, dass ich sterbe oder so. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, wenn ich so weit gekommen bin. So, bald haben wir geschafft. Komm, weiter, weiter durchziehen. Wir sind Macher, Freunde. Ich habe auch gar nichts zum Essen. Ach du Scheiße. Okay, bald sind wir angekommen. Nur einen Schritt weiter geradeaus. Da hatten wir welche. Okay. Da sehen wir wieder bei der schönen Base, bei unserer schönen Base. Und ja, ich habe auch 5 Fackeln, die werde ich erstmal bei der Dings farmen lassen. Aber das Wichtigste ist, dass wir 9 Stück haben und somit uns das Zaubertisch craften können. Ach du geile Sau, der, das ist nice. So. Plus Dings hier. Noch 11 Stück jetzt mittlerweile. Ganz geil. Wir können das jetzt machen. Ich müsste tatsächlich nur ein Buch mir craften. Das ist eigentlich ganz easy. Bam. Erstmal hier das ganze Redstone noch hier weglegen. Brauche ich jetzt gar nicht. So, und jetzt könnte ich mir einfach auch ganz chillimilli so das hier craften. Bam. Was? Ne, das war mit Zuckerrohr. Ach du, oh mein Gott. Ich bin einfach ein Minecraft-Opa schon mittlerweile geworden. Ich glaub's nicht. Okay, da haben wir unser allererstes Buch und wir gehen erstmal schön schlafen, oder? Ja, komm. Dann craften wir uns das Ganze. Oh mein Gott, Freunde, wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass wir einfach einen Zaubertisch craften können. Das soll ich auf jeden Fall übelst. Und da ist er, oder? Genau von dem Zaubertisch. Let's go. Ich habe sogar einen Erfolg hier bekommen. Zauberer-Trophäe erhalten auf jeden Fall. Ganz geil. Das heißt jetzt mal bei der Chest. Bam. Da haben wir einen Zaubertisch. Let's go, Freunde. Okay, auf jeden Fall, die Arbeit hat sich gelohnt. Und die Tränke hier lasse ich erstmal nicht hier nur einen, nehme ich mit. Falls ich kurz vor Sterben bin, kann ich das kurz mir gönnen. Und ja, von es war ein erfolgreicher Tag. War übelst geil, Leute, die Folge wieder mal. Und wenn ihr mehr auf Minecraft Hardcore, wenn ihr mehr Minecraft Hardcore sehen wollt, lasst gerne mit Like und Abo da wissen, Freunde. Würde mich übelst freuen. Danke für die ganze Unterstützung und Support. Und damit würde ich sagen, ich mich haut rein. Eins auf Geist.